Hallo Leute und willkommen zurück zu Jurassic Park The Game. Und wir waren hier zuletzt am Schalter, soweit ich weiß. Ich muss die Sequenz gerade nochmal wiederholen. Keine Ahnung, ob ich hier genau zuletzt war, aber ich meine ja. Und dann würde ich sagen, versuche ich jetzt mal hier den Schalter zu betätigen, damit wir hier diese Wagen und das alles in Gang kriegen. Den Vehikel. Und damit alles funktioniert, brauchen wir auf der Ladeschiene drei Wagen in der richtigen Ach ja, Reihenfolge. Genau. Sie bleiben hier. Ihre Tochter und ich schaffen die Wagen auf die Schienen. Genau, so war das ja. Kann ich da irgendwas machen? Was übersehen wir hier? Wir haben noch keinen Strom. Wir können nicht weitermachen, bis er wieder da ist. Genau, ich glaube, ich muss dann erstmal zu denen gehen. Den Dingens habe ich ja eigentlich schon gemacht gehabt hier. Den Kran. Kann sie dann hier vielleicht das jetzt machen? Hey, was ist denn hiermit? Können wir den gebrauchen? Angeln, Gerüst, Schiene. Gerüst, Angeln, Schiene. Vielleicht kannst du ihn an der Ladeschiene einhaken. Aber wenn wir die Schiene beschädigen, dann kommen wir nie nach unten. Das stimmt. Können wir vielleicht was anderes damit machen? Damit können wir was anfangen, oder? Häng ihn ins Gerüst ein, dann können wir es mit dem Kran von den Schienen heben. Okay. Zurück, Jess. Kann sie jetzt hier irgendwas machen dann? Es passen keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Mhm. Gehen wir dann erstmal zu ihr? Oder er oder sie oder wer? Wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen, dass das Kraftwerk irgendwo da drüben sein muss. Sie bleiben hier. Du gehst. Okay, und wonach soll ich suchen? Nach einem Kraftwerk. Such nach Türen. Okay, Türen. Da ist eine Tür. Tada. Hier ist nichts. So. Dann vielleicht die da. Tür. Dad, hier sind Türen. Ist das hier das Stromding? Sieht ganz so aus. Öffne sie und leg den Hauptschalter um. So würde ich übrigens auch reden, aber ihr kennt mich ja auch langsam. Ist das hier das Stromding? Die Türen sind verschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Schon okay. Ich schlag einfach die Scheiben ein. Das willst du wirklich tun? Vielleicht haben wir ja Glück und hey, was ist das? Ein Stein. Sie will wirklich die Scheiben einschlagen, oder? Damit sollte ich reinkommen. Oh, ich sollte warten. Ja, das hat nicht geklappt. Mist! Du musst jetzt den Stein nochmal aufheben. Und dann warte ich mal ein bisschen. Ich habe immer keine Geduld. Das ist sehr Damit schlecht. Damit sollte ich reinkommen. Super! Yay! So, dann kannst du da jetzt hinfassen. Hallo? Okay, ich kann reingreifen. Wonach muss ich suchen? Da sind zwei große Schalter drin, Jess. Aber so kommst du wahrscheinlich nicht dran. Wieso hilft er ihr eigentlich nicht? Jetzt steht er da so doof hinten rum und lässt seine Tochter mit der kaputten Scheibe hantieren. Können wir was anderes machen? Ich muss irgendwie an diesen Türen vorbei. Ist hier noch irgendwas? Oben. Kann er hier helfen oder so? Ja, dann. Ich schätze, wir müssen erst den Strom wieder einschalten, was? Ja. Wir haben noch keinen Strom. Wir können nicht weitermachen, also kann bis er wieder auch, da wenn ist. Er hier gar nichts mehr machen kann? Wir brauchen drei Wagen auf der Schiene. Einen Vorder-, einen Mittel- und einen Hinterwagen. In dieser Reihenfolge. Wir arbeiten dran, Dad. Okay, kannst du dann nicht irgendwie vielleicht auch woanders noch hingehen? Kann man hier noch was machen? Mit dem Kran vielleicht? Genau. Ja. Kann er ihr damit vielleicht helfen? Hier. Hast du einen Kran, Kleine? So. Das ist doch schon mal was. Sei vorsichtig, Jess. Was hast du mit dem Haken vor?
das, was du vorgehabt hast, sonst hättest du den Haken ja nicht hierher gebracht. Ich habe einen Plan. Sehet und staunet. Okay, Dad, du bist dran. Alle zurücktreten. Yeah. Super. Okay, dann machen wir mal erstmal das da. Muss man nicht erstmal drehen und dann den Schalter betätigen? Wie war das? Okay, schon mal einer. Oder ist es hier egal? Immerhin hat es jetzt mit meinem Stick hier geklappt. Willkommen im Knochenrüttler! Sieht aus, als hätten wir Strom. Boah, cool! Okay, komm zurück. Knochenrüttler? Was ist das da? Ich weiß nicht, Raubsaurier. Zum Glück sind sie zu weit weg, um zu erkennen, was für welche es sind. Aber kein T-Rex, oder? Definitiv kein T-Rex. Aber wir wollen trotzdem nicht wissen, was da so rumwurschtelt. Es passen keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Können wir das irgendwie kriegen? Ah. So. Es gibt keinen Platz für den Wagen. Jetzt hat sie das ja schon gemacht. Das ist ja aber auch ein Koordinationskram hier. Muss ich jetzt nicht hier? Oder ist das wieder falsch? Wir haben ja wieder Strom. Ah. So sollte es funktionieren. Die Achterbahn sollte uns am Wartungsausgang rauslassen, statt die normale Strecke zu fahren. Okay. Die Achterbahn startet erst, wenn alle drei Wagen richtig auf der Schiene stehen. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Okay. Wo ist denn sie? Wo mache ich das? Das ist da, das ist da. Dann muss ich das doch von hier schaffen, oder? Hier bei ihr, genau. Da wollte ich hin. So suchen sie also die Wagen aus. Bring die Autos in der richtigen Reihenfolge auf die Strecke, bis zu vier Autos gleichzeitig passen darauf. Und jetzt brauchen wir halt diesen Vorderwagen und düdelde. Muss das jetzt alles genau umgedreht sein? Weil hier hinten ist, glaube ich, der ganz vordere. Kannst du da nochmal was machen? Es gibt keinen Platz für den Wagen. Also muss ich wieder drehen, oder wie? Oh Gott. Nee, nee. Jetzt wieder zu ihr? Na, das wird ja auch lustig. Vor allem, sie macht das jetzt auch automatisch immer. Oh Gott. Ja, wieder drehen oder nicht? Ich check's gerade nicht. Ich werde das hier voll falsch machen. Wir wollen ja aber auch diese Metalldinger eigentlich weghaben, weil wir wollen ja Sitze haben. Wir wollen Sitze haben. Du kannst den jetzt auch wieder nach vorne packen. Ich glaube, welches ist aber der vordere? Das hier, der hier steht, oder? Also drehen wir nochmal. Damit wir 1, 2, 3 haben. Ist das dann richtig? 1? Nein. Aha, es funktioniert. Okay, das ist echt ziemlich cool. Ja, aber du willst den weghaben. Das heißt, wir müssen den nochmal drehen. Und wir haben gar keinen Platz mehr. Das ist das Problem. Ist immer ein Metallding dazwischen? Wahrscheinlich sogar. Nee, den wollen wir auch nicht. Dann da vier Wagen draufpassen. Wenn ich das jetzt richtig sehe, können wir auch ein Metallding dazwischen machen. Dann mach den mal drauf. Eins. Komischer anderer Wagen. Zwei. Dann drehst du den. Und drehst den nochmal. Weil das ist der letzte. Also das müsste doch richtig sein. YOLO. Richtig so? Die Achterbahn startet erst, wenn alle drei Wagen richtig auf der Schiene stehen. Das ist eine Sicherheit. Ich glaube, die Wagen, die sollen direkt hintereinander sein. Wenn ich das so mir angucke, dann war das zwar schon gut gedacht, aber noch nicht ganz richtig. Deswegen packen wir mal den letzten wieder weg. Das ist auch gut, dass der vorne ist. Das ist schon richtig so. Aber wir müssen das so hinkriegen, dass der eine Metalldingens, der muss weg. Das ist blöd. Sehr blöd.
Die muss genau umgedreht, muss das sein. Genau andersrum. Und vor allem brauche ich den zweiten gleich. Das mache ich das. Indem wir den dritten mal zu dem anderen nochmal wieder dazu packen. Und 3 und 2, warte, in den leeren packen. Genau. So, dann sind die nämlich beiden zusammen, sonst verändere ich wieder die richtige Reihenfolge. Und das will ich ja gar nicht. Wir wollen ja nur den Metalldingens da irgendwie aus dem Weg kriegen. Und das ist dann ziemlich perfekt. Yeah. So. Eigentlich ziemlich logisch. Und den Metalldingens müssen wir ja vielleicht auch gar nicht drauf tun. Den brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Ich glaube, so ist's richtig. Hey, alle Wagen auf der Ladeschiene. Jetzt sind Sie dran. Was wollen Sie tun, wenn das Rettungsteam auftaucht? Was? Na, die haben den Lärm bestimmt gehört. Über das Rettungsteam machen wir uns später Gedanken. Okay, dann ist er ja jetzt dran. Wow. So, das wär's. Die Achterbahn ist im Wartungsmodus und hoffentlich sicher. Sie wird langsam fahren. Na los, je schneller wir an der Küste sind, umso schneller ist das hier vorbei. Finde ich cool, dass das so gut geklappt hat. Festhalten. Das wird eine ziemlich kurze Fahrt. Kann das Teil denn nicht schneller fahren? Oh nein. Nein, nein, nein. Wie das denn? Fast hätte ich es geschafft, aber... Toll, jetzt darf ich alles nochmal machen. Das war knapp. Dad. Okay, mein Schatz, wir sind in Sicherheit. Dad. Raus, raus hier sofort! Okay, jetzt habe ich sie diesmal. Jess, nimm meine Hand! Nima, helfen Sie uns! Nein! Nein! Warum? Warum? Ich hab's doch gedrückt! Oh! Jess! Hallo? Hallo?
gar nichts gemacht. Wir haben keine Zeit. Ich hab dich. Hä, erst drück ich und es geht nicht, dann mach ich gar nichts und sie fällt wieder runter und auf einmal hat's doch geklappt. Egal. Danke. Du! Und jetzt? Jetzt machen wir eine kleine Spritztour. Einmal und nie wieder. Wie haben Sie diese Viecher genannt, die Sie gejagt haben? Carrerasaurier? Hererasaurus aus dem Trias. Nachdem wir sie gezüchtet haben, konnten wir sie leicht als frühe Theropoden einordnen. Oh klar, frühe Theropoden. Das habe ich doch schon immer gesagt. Stimmt's, Oscar? Wo ist Danny? Decaf! Du schaust im Heli. Ich überprüfe die Umgebung. Nicht weggehen. HU-121, hm? So einen habe ich ja so lange nicht mehr gesehen. Mann, neuer Pilot ist so ein Chaot. Halt bloß die Klappe. Denk nicht mal dran. Dennis. Und sie klemmt. Oscar! Mir gefällt das hier alles nicht, Alter. Die Kevs Waffe klemmt. Da drüben ist eine Blutspur. Und er lässt nie seinen Helm einfach so rumliegen. Nie! Decaf wird vermisst. Vermisst? Vermisst? Auf keinen Fall! Er sollte beim Hubschrauber bleiben. Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Billy! Spürst du das? Wir haben Team Bravo schon verloren und... Billy! Hey, wir hauen nicht ohne Decaf ab. Wir waren uns einig, oder? Ich lasse nicht zu, dass das ein zweites Nicaragua wird. Rührt euch! Wir haben hier ein Problem. Oh oh. Ich glaube, wir wissen alle, was jetzt kommt. Rein in den Heli. Sofort. Oscar, ich habe keinen Saft. Bin Na dran. Toll. Das war so klar, ey. Ich muss die andere erst aus dem Hubschrauber nehmen. Ich muss die andere erst aus dem Hubschrauber nehmen. Okay. Ich muss erstmal. Ich muss prüfen, ob die überhaupt gehen, ne? Okay, okay, okay. Guck mal, ob die Saft hat. Versuch's jetzt! Die Batterie reagiert nicht. Nimm eine andere. Nein, oh Gott. Hast du das gesehen, Oscar? Das gefällt mir überhaupt nicht. Mach schneller. Ja. Dann nimm mal die raus. Lass dir Zeit. Okay, die mittlere hatten wir. Dann nehmen wir jetzt mal die hintere. Und jetzt prüfst du wieder, ob das Ding Saft hat. Nein, nein. Oh Gott, er kommt. Wir müssen hier weg! Und zwar jetzt! Ich weiß, ich arbeite dran! Du Scheiße. Komm, mach, 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 mach. Versuch's jetzt! Ja! Sehr gut! Woo! Wir haben Saft! Er kommt! Du Scheiße! Los geht's!
Oh. Das war spannend. Du bist eine geschickte Diebin. Kriegst du auch Handzellen auf? Von wegen. Wer ist noch übrig? Dr. Sorkin und ihr Assistent. Danach machen wir den Abflug. Was ist mit Decaf? Decaf ist tot. Ich finde ihre Tattoos gut. Warum erzählst du ihr nicht, was deine Tätowierungen bedeuten? Was bedeuten sie denn? Die Grabsteine stehen für Leute, die an seiner Seite gestorben sind. Die Seiten stehen für Leute, die seinetwegen gestorben sind. Wo willst du die Tätowierungen verbringen? Ist ja kaum noch Platz. Sag das nochmal! Hey, kommt schon! Es war ein langer Tag und wir sind alle ein bisschen angespannt. Reißt euch zusammen, Leute! Ich habe keine Angst vor euch. Naja, ich bin selbst eher ein netter Typ. Aber Oscar... Schlägt er Sina ein, schlägt über die Stränge, regt sich schnell auf. Hören Sie, lassen Sie es sein. Oscar wird... Das eine Mal in Bogota, da waren ihm diese Typen, die ihn gehänselt haben, im Weg. Und dann waren sie es nicht mehr, verstehen Sie? Lass dich nicht täuschen. Du bist hier umgeben von Killern. Hier ist es nicht sicherer als im Dschungel. Umgeben von Killern? Umgeben von Killern! Yeah! Brauchst du noch mehr Beweise dafür, dass diese Kerle irre sind? Das ist ihr Leben! Sie verlassen andere und reißen dann Witze darüber. Oscar ist der Lustige. Apropos Witze. Apropos Witze. Oscar, erzähl dir den mit dem Priester, der Stripperin und dem Eimer voll Frösche. Pass gut auf! So benehmen sich Männer, wenn ihnen der Mut fehlt, sich selbst ins Gesicht zu sauen. Falsch. Ich schau mir gerne ins Gesicht. Er würde das nicht bei diesem Prachtexemplar. Komisch, dass du überhaupt was siehst, wo dein Kopf doch so tief in... Das reicht jetzt! Oh, Junge! Was willst du denn machen, mich töten? Das hast du ja eh schon mal gemacht. Du bist verrückt! Ich lass mir vielleicht einen Schmetterling auf den Knöchel tätowieren, für die Namen der Leute, die du getötet hast, in deine Zettel ein. Versuch's doch! Hey! Sollst du dann noch zuhört, es gibt hier immer noch Leute, denen wir helfen müssen. Ich weiß nicht, was für Probleme sie haben, aber regeln sie die auf dem Festland. Und nein, du kriegst kein Tattoo. War klar. Dr. Harding. Ach, Gott sei Dank sind Sie in Sicherheit. Ich habe mir große Sorgen gemacht, nachdem der Kontakt abgebrochen ist. Wir hatten einen ereignisreichen Tag, Dr. Sorkin. Jede Wette. Im ganzen Park sind Systeme ausgefallen. Saurier laufen frei herum. Wirklich ein Spaß für die ganze Familie. Hey, keine Sorge. Wir sind hier draußen geografisch recht gut vom Rest der Insel abgeschnitten. Hier gibt es nur Pflanzenfresser. Was geht hier vor sich? Es gab ein paar Komplikationen. Wer sind Sie? So, und jetzt können wir natürlich eine Antwort geben. Das machen wir beim nächsten Part von Jurassic Park The Game. War wieder ziemlich spannend. Schade, dass ich es am Anfang nicht gleich geschafft habe. Es hatte fast den Anschein, als würde ich es bis zum Ende schaffen. Und dann fällt das Mädel doch runter in die Tiefe. Aber das liegt halt oftmals leider auch an der Steuerung und auch natürlich an mir manchmal. So, wir sehen uns und hören uns im nächsten Part von Jurassic Park. Schaltet wieder ein. Bis dann.